Mein heutiger Gast ist Peter Schöllatour, Deutschlands erfolgreichster Sachbuchautor. Derzeit steht sein 33. Buch in der Bestsellerliste. Der Spiegel nannte ihn mal Deutschlands letzten Welterklärer. Herzlich willkommen zum Dialog. Dankeschön. Herr Schöllatour, 1945 sind Sie das erste Mal hinaus in die weite Welt mit der französischen Armee nach Indochina. Seitdem, seit 68 Jahren, sind Sie rastlos unterwegs. Was treibt Sie immer wieder raus in ferne Länder? Es ist eine gewisse Neugier. Es ist mir im Grunde als Kind schon erzogen worden. Mein Vater hat mir die Bücher der großen Entdecker gegeben, auch der Konquistadoren und so weiter. Und im Grunde ist es eine Kindheitsvorstellung gewesen, dass ich in der ganzen Welt entdecken kann man nicht mehr viel. Aber die Situationen sind immer neu. Und zwar in jedem Land ändert es sich enorm, jedes Mal, wenn ich wiederkomme. Und das hat mich eben gereizt. Und für mich ist der Journalismus ein Mittel zum Zweck gewesen. Es hat mir erlaubt, meine Kindheitsträume zu verwirklichen. Inzwischen sind Sie 88 Jahre alt. Ich werde ziemlich 89. Sind Sie immer noch unterwegs? Ich komme eben von Indien zurück und schaue im Moment mit etwas Melancholie auf Mali. Denn vom Alter her und von der Leistungsfähigkeit her würde ich es noch schaffen, da eine Dokumentation zu machen. Aber es werden ja keine Dokumentationen mehr gemacht im Fernsehen. Und sonst hätte ich mir gerne angeboten zu malen. Ich male sehr gründlich gerne. Ich bin den ganzen Niger noch im Schiff heruntergefahren. Und Gao und Timbuktu und so weiter sind für mich vertraute Orte. Über Mali werden wir uns gleich ausführlicher unterhalten. Zunächst mal zurück zu Ihnen noch mal. Das Alter, ist das nur ein Nachteil, weil es einfach immer schwerer fällt, die Strapazen zu überstehen, oder hat das Alter auch Vorteile? Ja, man spürt schon die Kochen, nicht wahr, wenn man morgens aufsteht, das ist ganz klar. Aber ich bin durchaus nicht, vergangenes Jahr war ich noch in Libyen, in Tunesien, im Irak. Und vor anderthalb Jahren bin ich noch mit der Bundeswehr auf Patrouille gegangen von Kunduz aus. Stimmt es, dass Sie sich einem täglichen Fitnessprogramm unterwerfen? Ja, aber das ist ja bescheiden. Also ich glaube auch nicht, dass man durch Leistungssport sich besonders lange gesund und wirklich fit erhält. Diejenigen, die gerne die Leistungssport getrieben haben, sind im Grunde eher ein bisschen abgenutzter nachher. Aber Sie machen Kniebeugen, Liegestütze, Sit-Ups? Liegestütze und Sit-Ups, ja. Bevor wir uns gleich weiter unterhalten, schauen wir uns jetzt ein paar Szenen an, die mein Kollege Stefan Martens zusammengestellt hat. Ein kurzer Rückblick auf Stationen Ihres Reporterlebens. Dies ist der verschwiegenste Winkel Algeriens. Ich bin noch einmal lebend und unversehrt herausgekommen aus Albertville. Ihr großer Lehrmeister, so paradox das klingen mag, sitzt im Norden und heißt Ho Chi Minh oder gar Mao Zedong. Es waren zwei lange Tage des Wartens nach unserer Festnahme, bis unsere Eigenschaft als Journalisten festgestellt wurde und ein Beauftragter der Befreiungsfront mit ausreichenden Vollmachten und französischen Sprachkenntnissen uns erreichte. Dann habe ich auch meine Frau noch in Indochina, also in Laos, kennengelernt. Also Indochina spielt schon eine ganz entscheidende Rolle. Man hat diesen Mai-Aufstand der Studenten häufig mit der Revolution von 1848 verglichen. Das Unternehmen Fliegender Teppich hat begonnen. Jetzt ist es wirklich soweit. Ayatollah Khomeini fliegt von Paris Charles de Gaulle nach Teheran ab. Die Massen waren nicht zu zählen. Nicht nur aus allen Stadtteilen Teherans,
sondern auch aus der Provinz zusammengeströmt, um den heimkehrenden Ayatollah Khomeini zu feiern. Das kann nicht heilig gesprochen werden, hoffe ich. Über 60 Jahre Reporterleben, ist Ihnen da ein Land, ein Ereignis, eine Zeit besonders im Gedächtnis geblieben? Ja, mein Gott, was mir natürlich am Herzen liebt und woran ich mich auch am liebsten erinnere, ist Indochina. Ich sage gar nicht mal Vietnam, sondern Indochina. Ich beziehe da Kambodscha und Laos mit ein. Aber das ist so ein bisschen, im Französischen sagt man, on vient toujours à ses premiers amours, man kehrt stets zu seiner ersten Liebe zurück. Ich bin jetzt vor wenigen Jahren wieder in Hanoi gewesen. Es war wunderschön, die Vietnamesen haben die alte Kolonialstadt wieder völlig aufgebaut. Ich habe ein Gespräch mit dem General Giap gehabt, dem Oberbefehlshaber, der die Franzosen Dien Bien Phu und anschließend auch die Amerikaner besiegt hat. Auf Stamm gestanden vor ihm und dann haben wir uns, er ist etwas älter noch als ich, die Bruderschaft der alten Männer. Wir haben uns dann sehr freundlich unterhalten. Aber jetzt, meine Frau möchte auf jeden Fall wieder nach Vietnam zurückkehren. Aber inzwischen ist es von Touristen so überschwemmt. Ich will dieses touristische Vietnam nicht mehr sehen. Ich habe es so in Erinnerung behalten, wie ich das letzte Mal gehabt habe. Ihre journalistische Aufmerksamkeit hat sich in den letzten Jahren mehr dem arabischen Raum zugewandt. Da gibt es ja nun auch unheimlich interessante Entwicklungen. Wir haben alle diesen arabischen Frühling mit sehr viel Hoffnung begleitet. Und jetzt hören wir fast nur noch negative Nachrichten. Wie fällt da Ihre Bilanz aus? Ich habe nie dran geglaubt, denn also meine Erfahrungen in der arabischen Welt gehen doch auf die 50 Jahre zurück. Ich bin 51 das erste Mal in Irak, in Ägypten, in Jordanien und so weiter gewesen und habe dann nachher auch in Beirut studiert. Und ich habe diese Tahrir-Bewegung niemals als eine profunde Volksbewegung empfangen, sondern doch als eine Bewegung der Mittelklasse und der Intellektuellen, die sich am Ende nicht, wahrscheinlich leider nicht durchsetzen konnte. Gibt es denn so eine Art natürliche Partner, mit denen wir zusammenarbeiten könnten im arabischen Raum? Also zum Beispiel die gemäßigten Islamisten, die Muslimbrüder wie Morsi? Ja, ist Morsi ein gemäßigter Muslimbruder? Das weiß man nämlich. Die Muslimbrüder von Ägypten standen im Ruf, gemäßigte Leute zu sein. Die hatten also selbst unter Mubarak normalerweise die Mehrheit in den Anwaltskammern, in den Handelskammern, in den Ärztekammern und so weiter. Aber Ägypten ist ein Land von heute wahrscheinlich beinahe 100 Millionen Menschen. Und das sind viele, die auf dem Lande leben, die beeinflusst werden durch die Predigten ihrer Imame. Die sind nicht zu identifizieren mit dem Bürgertum der großen Städte wie Kairo oder Alexandria. Insofern ist Morsi, ob er nun wirklich der Mann der Lage ist, weiß man nicht. Im Gegenteil, weil die Leute gehen ja schon gegen ihn vor, wie früher gegen Mubarak. Es könnte sein, dass am Ende dann doch die Armee den Ausschlag gibt. Ich würde was das ganz Schreckliches sagen für deutsche Ohren. Ein gemäßigter, vernünftiger und halbwegs menschlicher General wäre wahrscheinlich der beste Ausgang der Krise. Sie haben ja immer wieder geäußert, dass Sie Probleme haben mit etwas, was Sie nennen, einen deutschen Demokratie- und Menschenrechtsmissionarismus. Das höre ich da gerade auch wieder raus. Ja. Was verstehen Sie denn darunter? Ja, wir können nicht unsere Begriffe, unsere Vorstellungen auf andere Kulturen übertragen. Das ist eine ziemliche Arroganz. Also es geht natürlich zurück auf die Zeit, als der weiße Mann die Welt beherrschte. Nicht so lange her. Als Kind war die ganze Welt noch in den Farben der Kolonialmächte gefärbt. Und das hat jetzt und mein Leben hat im Grunde die Entkolonisierung begleitet. Und ich habe festgestellt, dass sich im Grunde diese Völker, auch in Mali zum Beispiel, sich mehr und mehr entfernt haben von den westlichen Idealen, die Briten, Franzosen und manche andere ihnen auch zu vermitteln versuchen. Die Kolonisation ist ja nicht nur Unterdrückung und Ausbeutung gewesen. Ist denn die westliche Demokratie nicht ein Leitbild, was auf der ganzen Welt gelten könnte? Freiheit, Menschenrechte, wollen das nicht alle Menschen überall?
Ja, das war die Vorstellung von Fukuyama vom Ende der Geschichte, nicht? Wenn alle die amerikanische Form der Demokratie übernimmt und die amerikanische Form des Kapitalismus, dann gibt es keine Probleme mehr und keine Geschichte mehr. Inzwischen ist Fukuyama selbst davon abgerückt. Und was man immer wieder vergisst, die Länder, die ihren wirtschaftlichen Durchbruch vollzogen haben, das ist angefangen mit den kleinen Tigerstaaten in Ostasien, in Südkorea, Taiwan, Singapur und so weiter, haben es nicht im Zeichen der Demokratie getan, sondern im Zeichen einer ganz strengen Führerschaft. Die konnte, sagen wir, militärisch ausgeprägt sein oder in Singapur zum Beispiel stark konfuzianisch, was übrigens Helmut Schmidt sehr bewundert. Oh. Machen wir es mal konkret. Bürgerkrieg in Syrien und es gibt ja viele Stimmen in westlichen Ländern, die sagen, wir dürfen da nicht weiter zuschauen. Inzwischen, sagt die UN, hat es 60.000 Tote gegeben. Wir müssen eingreifen. Wir müssen eingreifen auf Seiten der Aufständischen, die aufstehen gegen einen Tyrannen. Ja, was die Zahl 60.000 betrifft, kann ich auch zustimmen. Aber in den 90er Jahren hat es einen Bürgerkrieg in Algerien gegeben mit 200.000 Toten. Da hat sich keiner drüber aufgeregt. Da hat damals die Armee die Oberhand bewahrt, sehr brutal, sehr hart gegenüber der islamischen Bewegung, die Wahlen gewonnen hatte, legal gewonnen hatte. Und es gibt eben auch andere Fälle, wo die sogenannte Demokratisierung ins Chaos geführt hat. Oh. Wir leben im Grunde in Ägypten. Und was Syrien betrifft, also gewiss, das Assad-Regime ist ein Polizeiregime, ein diktatoriales Regime, ist auch eine Herrschaft einer Minderheit der Alawiten. Ich bin das erste Mal 51 auch in Syrien gewesen, aber es war immer so gewesen. Es waren immer irgendwelche Horrorfiguren an der Spitze. Und der jetzige Präsident Bashar, das ist der Sohn also des wirklichen Umsturzes und des großen Killers, ist nicht der Schlimmste. Und vergessen wir nicht, Syrien war der letzte säkulare Staat der arabischen Welt. Das wird jetzt abgeschafft. Und zwar nicht, weil man nun den Menschenrechten dort zur Hilfe eilen wollte. Das sind alles. Es wird eben furchtbar viel gelogen und geheuchelt. Sondern weil man dem Iran, der seltsamerweise im Blickpunkt aller Feindschaften ist, weil man dem einen Verbündeten wegnehmen wollte und die Verbindung zwischen Iran und Hezbollah im Libanon zerbrechen wollte. Sie waren vor einem Jahr in Syrien und haben auf Einladung von Assad persönlich getroffen. Wie lief das? Ende Dezember noch. Ja, jetzt, wie lief das ab? Das lief ganz eigenartig. Ich habe gar keine besondere Beziehung zu ihm gehabt. Ich bekam eines Tages die Mitteilung hier von der Botschaft, ich hätte ein Visum und eine Einladung vom Staatspräsidenten, bin da hingefahren und wurde dann großartig empfangen. Und dann saß ich im Hotel. Und dann habe ich Krach geschlagen. Ich wusste, dass alle Telefongeräte abgehört werden. Kam dann jemand von der und sagte, um Gottes Willen, wir haben das ganz vergessen. Der Präsident wird Sie morgen um 8 Uhr sehen. Und dann bin ich hingefahren. Ich hatte meine Koffer für den Rückflug schon im Auto drin. Ich bin nicht untersucht worden. Die Koffer sind nicht untersucht worden. Er kam mir dann auf den Stufen eines Pavillons entgegen. Ich habe keine Bodyguards gesehen. Ich bin sicher, die standen irgendwo im Hintergrund. Aber wir haben dann ein Background-Gespräch geführt. Ich habe da nicht viel erfahren. Aber man kann natürlich nicht nach Eindruck gehen. Nicht? Der Kollege Kinzel hat seinen Hussein getroffen, hat ihn im Grunde ganz sympathisch gefunden. Oh. Da kann ich also von dem persönlichen Eindruck ausgehen. Aber trotzdem, was ist Assad für ein Mensch? Der wollte ja Augenarzt werden. Nicht? Er ist im Grunde in diese Position nur reingerutscht, weil sein Bruder Basil, der Liebling seines Vaters war, dann wirklich ein ganz harter Typ war. Der ist im Auto verunglückt und dann war eben er dran und musste es machen. Und ich bin sicher, Assad kann umgebracht werden, nicht jeden Tag. Wird ein anderer an die Stelle treten. Und es ist so, es gibt ja also eine Minderheit dort, die Alawiten, 12% der Bevölkerung, die Macht ausüben. Aber die würden dann massiv massakriert werden durch ihre Gegner. Und es gibt schon den Spruch in Syrien, ich weiß, das zitiert man ja nie, die Christen sollen nach Beirut und die Alawiten ins Grab. Was ist also jetzt die Alternative für uns Zuschauer? Nein, das ist eben das Absurde an der Situation. Wir haben geglaubt, wieder einmal,
dass die Demokraten, die es ja gibt, es gibt ja, sie haben sich Auflehnung am Anfang, hat es ja sehr honorige Gründe gehabt, die wollten ja wirklich ein bisschen freier sein und diese Diktatur abschütteln. Aber inzwischen sind es nicht die Intellektuellen und die Exilanten, die seit 20 Jahren nicht mehr im Land gewesen sind, die den Kampf führen. Es sind auch nicht die Deserteure der sogenannten Freien Syrischen Armee. Es sind jetzt die